Ich befasse mich mit allem, was in der Vormoderne auf Arabisch geschrieben wurde und zur Literatur im weiteren Sinne, das heißt Schrifttum, gehört. Und diese arabische Literatur stammt aus drei Kontinenten, Europa, Nordafrika und West- und Zentralasien, und ist von Individuen verfasst, deren Muttersprache oft nicht das Arabische war. Der Zugang zur arabischen Literatur hing einzig von der Beherrschung dieser Schriftsprache ab. Und diese war erlernbar. Autorenschaft war also offen und selbst selektiv. Und auch Mittel zur sozialen Mobilität. Ich habe mich sehr lange mit einem Fabelwerk befasst, das heißt Kalila Wadimna, ein der Bibel vergleichbares Buch fast, sodass es in 40 Sprachen existiert. Dieses Buch ist heute vergessen und ich möchte es wieder einer Leserschaft zurückerobern. Nämlich gerade zur Zeit, wo viele Menschen aus dem Nahen Osten hier zu neuen Bürgern werden, ist es wichtig, dass die Kultur, zu der sie gehören, hier auch besser bekannt und zu Hause ist.